immer bei irgendwas abbrennen. Ich dachte, freiwillige Feuerwehrleute haben jeden Tag 2 Einsätze. Hm. Oder 3. Oh, da ist was. Und ja, damit herzlich willkommen zur 2. Folge von Notruf 112, freiwillige Feuerwehr DLC. Ich hoffe, ich bekomme gleich noch einen Weg angezeigt zur Wache. Ah ja, okay, danke. Ah. Weil so, sicher wüsste ich jetzt nicht Alarmkette. Genau. Der erste Einsatz, nachdem wir in der letzten Folge den Lehrgang zum Truppmann 1 durchgeführt haben. Und jetzt heißt es durchfahren. Übrigens, Fun Fact, als freiwilliger Feuerwehrmann, freiwillige Feuerwehrfrau und man gerade zum Einsatz gerufen wurde, darf man auch mit seinem Privat-PKW fahren, als hätte man Blaulicht drauf. Der redet tatsächlich auch so. Diese Lenkung regt mich auf. Ich muss das Lenkrad anschließen. Und wenn man geblitzt wird, kriegt man auch keinen, oder angezeigt wird, kriegt man auch keinen Bußgeldschild oder das Ganze wird eingestellt, einfach weil dann bei der freiwilligen Feuerwehr halt hinterlegt ist, was dein Fahrzeug ist, mit dem du fährst. Und dadurch, ja. Diese Lenkung, ja. Habe ich schon gesagt, dass die mich aufregt? Ist ja voll Alarmstimmung hier drin. Na. Es kommen voll viele Autos an und die ganzen Leute hier. Ja. Wahrscheinlich wohnen die alle auf der Wache außer dir. Aber yeah. Fun Fact, es ist keine Wache, es ist nur ein Gerät. Dieses Mal ist es das andere. Eine Wache ist für mich, guck mal, die kommt von der anderen Seite. Besetzt. Mal's heute. Ah, guck mal, jetzt trudeln sie alle nach und nach ein. Und wenn dann alle irgendwann mal da sind, dann könnt ihr abrücken. Hallo. Geht so langsam rein. Schub. Wir fahren mit dem HLF los. Das TLF ja. Ist auch besetzt, soweit ich das gerade gesehen habe. Ja. Da ist Rolltor auf und wir werden wahrscheinlich mitkommen. Ja, gut, hier, also mit der Berufsfeuerwehr sind mittlerweile alle Funksprüche vertont. In der Freiwilligen Feuerwehr noch nicht. Hm. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz. Kommen. Anrufer bestätigt. Anrufer bestätigt Rauchsäule, Junge. Sie werden vor Ort eingewiesen. Kommen. Ich bin Leitstelle, du bist ja. Auto. Verstanden, Ende. So, das machen wir jetzt immer. Bis die Vertonung raus ist. Ja. Und immer die Augen offen halten nach Easter Eggs. Ja, ich lese externe Personen vor und die Leitstelle und du liest Auto und deine eigene Person vor. Hm. Winke, winke. Hier drüben. Ja, sehe ich auch. Du bist vorbeigefahren. Jo, ich würde sagen, das Leertaste drücken und abdrücken, oder? Warum können alle PA? Mülheim von... Ah, nee, das war super. Du hast es. Hm. Das wird deins gewesen. Dieser eine Satz vertont ist, ey, ist das geil. Ja. Erste Lagemeldung, Brandbeschädigt, starke Rauchentwicklung kommen. Wäre Tobis Part gewesen. Das ist verstanden, Ende. Okay, zweiter Satz. Ja, sind einfach die Sätze, die sie von der Berufsfeuerwehr copy-pasten konnten. Okay. Sollst du nicht echt die Wasserversorgung aufbauen? Aber es waren jetzt irgendwie gerade andere. Ja, Wasserversorgung ist was anderes. Ah, jetzt! Du darfst was machen. Zweite Lagemeldung. Erstes Rohr unter PA. Ein Innenangriff. Löschangriff wird eingeleitet. Kommen. Oha. Die arbeiten alle Hand in Hand. Wie als wäre das Computer gesteuert. So. Aber auch schön, erst den Wasserausgang gemacht und danach den Wassereingang, wie es sich auch gehört natürlich. Weil erst löschen und den Tank ein bisschen ausreizen. Dafür und in der Zwischenzeit, während der Tank benutzt wird, kann man nach dem Hydranten suchen. Dafür ist der Tank da. So, den Verteiler, den verstecke ich jetzt im Gebüsch, ne? Okay, mich regt das echt auf, dass ich dieses Ding nicht benutzen kann. B-Schlauch auf und abholen. Ah, da oben. Immer schön in die Mitte legen. Das finde ich jetzt gemein. Warum können die nicht einfach die Seite nehmen, die dahin zeigt? Warum müssen die immer die andere nehmen? Ja. Also ehrlich. Das Spiel wird dich einfach nur triggern, Tobi. Das Spiel wird dich einfach nur triggern. Dieser Entwickler, ey. Ja. Und warum hält er seine Hand an Sammelstück? Das macht absolut keinen Sinn. Ohne PA gehst du da so nah ran, also wirklich. Okay. Komm, quatsch mal mit den Beteiligten, ne? Vielleicht findest du irgendwelche tollen Sachen raus.
Weil externe Menschen haben immer viel tolles Zeug zu berichten. Ja. Das muss ich unbedingt dem Carsten erzählen. Die Dieser Dorf. Entwickler. Also, Die wenn er Bescheid wüsste, Dorfgemeinschaft, Carsten ey. ist der Chefentwickler von Notruf. Hieß Deswegen. nicht vorhin auch einer Carsten? Nee, hier heißen alle Carsten. Schau noch mal bitte Richtung von dem Typen, den du gerade eben befragt hast, der meinte, dass er das dem Carsten erzählen will. Schau dir mal da die Feuerwehrleute an. Da können wir nicht auf ein neues Feature zu sprechen kommen. Das ist der gute Kollege. Und das ist die Ah, gute okay, es Kollegin. hat lange gedauert, ah. Denn mit dem Freiwilligen Feuerwehr DSI haben endlich auch Feuerwehr V. Wir müssten reden können. Feuerwehr Feuerwehrfrauen Paue. Einzug in die Freiwillige als auch in die Berufsfeuerwehr gehalten. Das heißt, man kann jetzt, weil einfach ganz einfach gesagt, am Anfang hier bei der Freiwilligen Feuerwehr gab es einen Character-Editor. Und ich sag mal so, das wäre jetzt schon ein bisschen sehr, sehr dumm gemacht von Entwicklern, wenn du dann nur männliche Charaktere dann dir designen könntest und keine weiblichen. Also, ja, deswegen war es einfach sinnvoll, dann direkt da im Zuge dessen weibliche Models halt eben zu machen ins Spiel. Und die kann man natürlich auch direkt in die Berufsfeuerwehr mit einfügen, weil es gibt auch eine gute Handvoll Berufsfeuerwehrfrauen. Auch Wie wenn jetzt? Ich Feuerwehr kann, das ich habe ganze ein Thema Stativ, aber kann noch das nicht immer da ein drauf recht bauen? männerdominiertes Ding ist, aber Oh. ja. Man sollte trotzdem die Handvoll Feuerwehrfrauen nicht vergessen. Nee. Ach, keine Ahnung. Lüfter. Weitere Lüfter. Lagemeldung. Feuer ist gelöscht. Raum wird gelüftet. Kommen. Dumm, 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 dumm. Der Lüfter ist sehr gut ausgerichtet. Okay, ich verbinde das jetzt so. Abschließende Lagemeldung. Feuer aus. Einsatzstelle an Parkhauspersonal. Übergeben. Ja. Rücken wieder ein. Das gibt schon Parkhauspersonal. Es Bei der ist Garage. eine Garage, also ist der Besitzer ein Parkhauspersonal. Unrecht hat er ja nicht. Ja, ich besitze ein Parkhaus. Echt krass. Wo denn? Ja, meinem Hinterhof. Halt ein Parkhaus für mein Auto. Notruf, wie wir es lieben. So, dann haben wir So. jetzt unseren ersten Einsatz erledigt, würde ich sagen. Als Ich Truppmann würde 1. behaupten wollen, du hast dich wacker geschlagen. Ja, ich Du habe Scheinwerfer aufgebaut. hast alle Aufgaben erfüllt, darüber hinaus noch eine Weile Beschäftigung gemacht. Alle Ich habe Aufsätze, wir mich können mit den Geräten des abrücken. Fahrzeugs vertraut gemacht. Na. Wenn man das so sagt, klingt Zum es viel besser. Leiter der Kollegen, die alles wieder einräumen durften. Die diese Hände bewegen immer noch. Es lief gut heute, oder was meint ihr? Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, halt die Klappe. Ach schön, Einsatzbesprechung jetzt hier im Fahrzeug. Typischer Azubi schaut in die Gegend. Du guckst irgendwie so, Hans guckt in die Luft mäßig irgendwie so in die Gegend. Hui, was ist aus dem Fenster? Warte mal, die Leitern, die will ich aufbauen. Die sind ja mal Weil die riesig. Steckleiter. Die haben Steckleiter. ja keine Drehleiter oder so. Na gut, dann würden sie die BF nachordern, wenn sie Drehleiter bräuchten. So, da ist noch wieder eine Berufsfeuerwache. Nicht Berufsfeuerwache, am Gerätehaus. Ich bin noch zu sehr in der BF drin, Tobi. Du tust mir gar nicht leid. Na. Ich So, mache es dir jetzt sehr. gerade während der Rückfahrt hat man so kurz eine sporadische Einsatzbesprechung nach dem Motto so. Ja, und was meint ihr, wie lief der Einsatz? Das war die Einsatzbesprechung bisher. Also es war wirklich Deswegen. M. Ha 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 ha. Neue Lehrgänge stehen für den nächsten Tag zur Verfügung. Yay! Das heißt, morgen können wir einen neuen Lehrgang machen. Das heißt, wir haben uns anscheinend gut geschlagen bei dem Einsatz. Moin, du kannst deine Ausbildung nun fortsetzen. Komm vorbei, wenn du am nächsten Lehrgang teilnehmen möchtest. Ich will Ja, eigentlich das mal. wollen wir auch heute machen. Ich will heute auf diesen Pfeil dort zurück oben klicken. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Aber ich weiß nicht, ob es dann automatisch das jetzt nicht nimmt. Ah. Und es gibt keine, soweit ich weiß, keine Taste, um dieses Ding aufzurufen. Ah. Ich kann mal nachschauen, Nee, es aber ich ploppt glaube einfach nicht. auf. Deswegen. Nee, wie gesagt, also, wir haben uns beim letzten Einsatz gut geschlagen. Haben wir vorhin auch die Meldung bekommen nach dem letzten Einsatz. Und dann schauen wir uns jetzt mal den Lehrgang an, den zweiten, ne? Der uns jetzt ja, gegeben wird.
Und Du bist zu schnell. Hier und sind dann. nur 50. Die 50 da unten blinkt sogar, weil du so schnell bist. Achso, ich fahre gar nicht zu einem Einsatz, ne? Richtig. Das heißt, du darfst nur 50 fahren. Und selbst wenn es ein Einsatz wäre, dürftest du nur 150% der erlaubten Geschwindigkeit fahren, also 75 in diesem Fall, und du bist über 80 gefahren. No. Neues Das Auto nach zählen. dem. Ich brauche eh ein neues Auto nach dem Lager. Nach der kompletten Ausbildung mit allen Lehrgängen. Ich brauche ein neues Auto. Ja, kurz irgendwo gegengesetzt nur. Dum, Das dum, Auto. dum, 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 dum. Haben die eigentlich So, wie Rotstangen ist der hier? Schulungsleiter da oben nochmal? Ich habe doch seinen Namen vergessen. Mahlzeit. Am nächsten Lehrgang teilnehmen. Warte. Klingt nach einer guten Antwort. Okay, der sagt nicht nochmal Mahlzeit. Ach, schade. Schade. Am nächsten Tag Du teilnehmen. kommst genau richtig. Ab sofort kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Truppmann Doch 2, nicht. alles ja. klar? Wir beginnen wie letztes Mal auch mit etwas Ach, Theorie. ich würde mich gerne Und hinsetzen. danach wartet Rainer unten mit der Praxis auf dich. Okay, danke. So, wo kann ich mich Heute hinsetzen? wollen wir über das Vorgehen am Einsatzort Okay, sprechen. kann ich nicht. Dazu schauen wir uns die verschiedenen Rollen der Mann, wenn Einsatzkräfte ich und deren springe. Aufgaben an. Zunächst gehen wir aber einige Okay. Grundlagen der Hör mir zu. Brandbekämpfung durch. Um ein Feuer effektiv zu löschen, muss man erstmal verstehen, wie ein Feuer brennt. Ein Feuer benötigt drei Dinge, um zu brennen: brennbares Material, ausreichend Sauerstoff und eine gewisse Zündtemperatur, um das Material zu entzünden. Ein Feuer geht aus, wenn man eines dieser Dinge entfernt, beispielsweise den Sauerstoff entzieht oder die Temperatur weit genug absenkt. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Löschmittel mit unterschiedlichen Wirkungsweisen. Wasser hat vor allem eine kühlende Wirkung. Dadurch fällt die Zündtemperatur weg und das Feuer wird gelöscht. Mit Schaum oder dem CO2-Löscher wird die Sauerstoffzufuhr des Feuers gemindert, wodurch es erstickt. Die Effektivität des Löschmittels hängt dabei von dem brennenden Material und den Begebenheiten vor Ort ab. Es ist zu beachten, dass es Brennstoffe gibt, die in Verbindung mit dem falschen Löschmittel noch gefährlicher werden. Bei Fettbränden ist das Zuführen von Wasser extrem gefährlich und kann eine explosionsartige Ausbreitung des Feuers verursachen. Schaum hingegen darf nicht bei elektrischen Anlagen eingesetzt werden, da dieser nur aus geringer Distanz eingesetzt werden kann. Es kann kein ausreichender Sicherheitsabstand eingehalten werden. Es ist also sehr wichtig, die Situation am Einsatzort richtig einzuschätzen, um sich für die effektivste und sicherste Vorgehensweise entscheiden zu können. Und das ist eine große Verantwortung. Aber keine Sorge, im Einsatz wird immer ein erfahrener Kollege als Gruppenführer vor Ort sein. Dieser wird die Entscheidungen treffen, wann und was genau zu tun ist. Wichtig ist, dass du seinen Anweisungen Folge leistest. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Teil, der Grundstruktur eines Einsatzablaufs und der Rollenverteilung innerhalb der Feuerwehr. Es gibt Wieso lerne ich innerhalb das der jetzt, erst Feuerwehr nachdem ich auf dem ersten mehrere Einsatz war? taktische Einheiten, die zu einem Ja. Einsatz ausrücken. Der Trupp bildet die kleinste Einheit und besteht aus zwei Einsatzkräften, einem Truppführer und einem Truppmann bzw. dem Maschinisten. Die zweite Einheit ist die Staffel. Diese Einheit besteht aus sechs Einsatzkräften. Einem Gruppenführer, einem Maschinisten und zwei Trupps mit je zwei Personen, dem Truppführer und dem Truppmann. Anschließend folgt die Grundeinheit der Feuerwehr, die Gruppe. Sie besteht aus neun Einsatzkräften, dem Gruppenführer, einem Melder, einem Maschinisten und drei weiteren Trupps zu je zwei Personen. Die größte reguläre taktische Einheit ist ein Löschzug, welcher gemäß Definition aus 22 Personen besteht. Neben zwei vollständigen Gruppen besteht dieser aus dem Zugführer, dem Führungsassistenten, einem Melder sowie einem Fahrer. Schauen wir uns mal ein paar verschiedene Rollen innerhalb einer Gruppe im Detail an. Der Gruppenführer ist für den Einsatz und die Sicherheit der Einsatzkräfte verantwortlich. Er bestimmt die grobe Vorgehensweise und gibt den Einsatzbefehl. Alles hört auf sein Kommando. Der Maschinist ist der Fahrer des Fahrzeuges und für dieses verantwortlich. Er unterstützt bei der Entnahme von großen Geräten und bedient die Pumpe. Es folgen die drei Trupps mit verschiedenen Kernaufgaben, wobei jeder Trupp als Priorität die Rettung von Leben hat. Der Angriffstrupp nimmt das erste Strahlrohr vor und beginnt als erstes mit der Rettung von Menschen und Tieren. Er ist ganz vorne mit dabei.
Der Wassertrupp ist vorrangig für die Löschwasserversorgung zuständig. Geiles Bild. Daneben unterstützt er den Angriffstrupp und sichert diesen im Einsatz unter PA ab. Je nach Einsatzlage kann der Gruppenführer auch Sonderaufgaben befehlen. Der Schlauchtrupp hilft beim Verlegen von Schlauchleitungen und sichert den Einsatzbereich gegen Verkehr und Dunkelheit ab. Natürlich kann er ebenfalls für andere anfallende Aufgaben eingesetzt werden. So viel zur groben Übersicht. Das ist für heute wirklich genug Theorie. Es wird Zeit, dass du dich ein bisschen bewegst. Rainer wird dir in der Praxis einen Einsatzablauf etwas näher bringen. Erwartet schön, dass ich noch auf einem Einsatz war. Aber vergiss nicht, vorher die Einsatzkleidung anzuziehen. Jetzt kannst du auch nicht mal, wie ein Einsatz funktioniert, nachdem du schon einen hattest. Da laufen Leute rum. Das ist die Gruppenführerin. Na. Was ist ja eigentlich noch so? Das ist wahrscheinlich auch Büroarbeit, weil irgendwer muss auch die Protokolle schreiben, ne? Stimmt. Bei die Einsatzberichte. Oh, bester Raum. Oh, wie geil. Oh, man kann sich nicht mal hinsetzen, ey. In Star Citizen könnte man sich sogar hinsetzen. Und das ist doch kein fertiges Spiel. Ja, aber denk dran, was für ein Budget hatte Star Citizen, was für ein Budget hatte Nordruhe. Okay. Überredet. Alle sind da, nur für mich. Willkommen. Schön in Reihe uns gespawnt. Schön, dich hier wiederzusehen. Heute geht es etwas tiefer in die Praxis. Daher werden die Kameraden, die schon beim Auto stehen, ebenfalls mitmachen. Für sie ist das eine gute Übung, aber für dich eine wichtige Ausbildung. Also, gut aufpassen. Die Sachen, die du hier lernst, können später Leben retten. Lass uns direkt loslegen. Er schnüffelt da am Fahrzeug rum. Du bist wie der Kübelspritze. Wir simulieren heute einen Kleinbrand. Dazu haben wir hier ein Übungsfeuer aufgebaut. Deine Aufgabe wird es sein, diese Paletten im Angriffstrupp mit einem Hohlstrahlrohr zu löschen. Da hier eine dringende Brandgefahr droht, ist das erste Kommando: Angriffstrupp zur Brandbekämpfung über den Hof vor. Also setzt du mit den Kameraden einen Verteiler und dann kann direkt das erste Strahlrohr vorgenommen werden. Na los, beeil dich, das Feuer wartet nicht auf dich. Mal die Pumpe an. Den Verteiler auf. Du sollst eine Löschwasserversorgung aufbauen, wie du es im letzten Lehrgang kennengelernt hast. Schnellangriff ist für Loser, Tobi. Ups. Wir ausschalten. Das Spiel möchte das nicht von dir so gemacht haben. Geht aber schneller bei so einem Kleinbrand. Ja, aber du sollst das anwenden, was du im letzten Mal gelernt hast. Den Verteilerplatz gibst du bitte hier. Sobald die Verbindung zum Fahrzeug liegt, kannst du dir das Hohlstrahlrohr schnappen. Ich schnappe es mir. Ich brauche aber noch... Ja, oder so. Ich wollte es eigentlich ausklappen. Das war hier, ne? Mhm. Wupp. Leute, wo ist mein Schlauch? Der kommt noch. Die Kollegen sind auch kein D-Zug. That's triggered. So hart. Das sieht doch gut aus. Während du dich ganz auf das Löschen konzentrierst, geht es natürlich rundherum auch weiter. Nebenbei baut der Wassertrupp eine Wasserversorgung zur Pumpe auf. Und der Schlauchtrupp sichert den Einsatzort. Da wir auf unserem eigenen Hof sind, sparen wir uns die Verkehrsabsicherung heute mal. Also wirklich, keine Verkehrssicherung. Weißt du, der rennt einfach so dran vorbei, ohne Ausrüstung. Am Feuer und kriegt ein Wasserstrahl mal schön fett ab. An dir liegt es jetzt, die Gefahrenquelle zu beseitigen. Du kannst anhand der Wasserdampfwolken erkennen, ob du das Feuer effektiv löschst. Sobald das Feuer gelöscht ist, sind wir mit der Übung durch. Ich glaube, das bringt nichts, gerade in dem Moment, das Wasser wieder quer in die Gegend zu sprühen. Och, warum nicht? Ich leg ein Kringel, Kringelingeling. Wenn man schon mal unendliche Schläuche hat, ne, dann soll man sie auch rausnutzen. Och, da innen drin ist noch was.
Uli, bring mal das Heiligentool. Und Werner, bring mal Wärmebildkamera. Oder hat die FF das nicht? Die FF hat das. Habe ich schon gesehen. Sehr gut. Top ausgerüstet. So eine Stehen und Halten. Was machst du so? Ich lösche gerade ein Feuer, während ich mit dir rede. Einfach nur geradeaus mit dem Wasserstrahl halte. In die falsche Richtung. Ey, jetzt bringt das da immer noch. Ah, fantastisch. Du hast die Gefahrenquelle beseitigt. Das war der erste Teil. Folg mir. Wir haben noch was anderes vorbereitet. Ich dachte schon Feierabend. Naja, also nur ein Brandherd löschen, das wäre ja langweilig. No. Mit Schlauch. Wir haben heute noch eine weitere Übung für die Kameraden aufgebaut. Das ist mein Auto! Dabei geht es um die Personenrettung aus diesem Unfallfahrzeug. Komm mit! Du hast doch, du hast doch gegen die Dings gesetzt, Tobi. Die zu rettende Person wird heute von unserer treuen Rettungsgruppe. Da! Du hast doch gegen das Ding da gesetzt, deswegen ist es da vorne kaputt. Jetzt habe ich ein neues Auto bekommen. Der Trupps ungefähr erhalten. Der Angriffstrupp versucht schnellstmöglich die Gefahrenquelle zu beseitigen. Trauma Sepp! Das Auto öffnen, um Trauma Sepp zu retten. Trauma Sepp ist Beste. Warte, wie hieß der? Trauma Sepp. Hauma Sepp? Trauma Sepp. Trauma. Medizinisches Trauma hat. Gute Vorbereitung rettet auch hier Leben. Daher gibt es eine Plane, auf der wir Werkzeuge bereitlegen, die eventuell benötigt werden. Um die schweren hydraulischen Geräte zu bedienen, wird ein auch spezieller Vorhang. Lehrgang vorausgesetzt. Bis du diesen abgeschlossen hast, kannst du bei der Gerätebereitstellung mit anpacken. Hilf den Kameraden dabei, die Plane zu bestücken. Was brauchen wir noch? Die Zange. Keine Ahnung, wo die ist. Bestimmt irgendwo versteckt. Warte mal langsam. Ich glaube, ich muss das mal laden. Da. Hab's. Seitenseiter? Seitenschneider? Ich glaube, das ist das Spiel kaputt gemacht, Tobi. Nein, habe ich nicht. Du hast keine Aufgaben mehr. So, leider mussten wir das Ganze jetzt nochmal neu starten. Und dadurch, dass das Ganze natürlich sich ein ganzes Stück zieht, hat jetzt leider Pascal keine Zeit mehr und ich mache das hier erstmal alleine fertig. Das ist ja letztlich nur noch so ein Verkehrsunfall. Das kriege ich auch alleine hin, ne? Also nicht wundern, warum Pascal jetzt einfach so weg ist. Ja. Ist es halt so eine Standardbereitigung. Haben wir bestimmt in dem Notrufteil 2 auch schon mal gesehen, wie das hier machen. Den kann man ja auch im Leertastenmodus dann platzieren, diese Plane. Jetzt, da alle Werkzeuge bereit liegen, müssen wir noch eine sehr wichtige Sache tun, bevor wir mit den Geräten am Fahrzeug arbeiten können. Batterie abklemmen. Das Auto mit Bremsklötzen davor wegzurollen. Und klemmen zur Sicherheit noch die Batterie ab. Dies dient der Sicherheit der verunfallten Personen, aber auch unserer eigenen. Nicht, dass uns das Fahrzeug über die Füße rollt, ne? So, Bremsklötze habe ich, glaube ich, auf der anderen Seite gesehen. Ja, hier sind die. Zusätzlich kümmert sich im Einsatz auch ein Trupp um den Brandschutz. Dies ist besonders wichtig, da die Person im Fahrzeug bei einem Brand nicht einfach weglaufen könnte. So, jetzt. Bremsklotz. Ah, das Aufräumen wird lustig. Dum 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 dum. Ja. Trauma-Sepp. Es wurde übrigens auf dem Discord drüber abgestimmt, wie der heißt. Es gab sehr, sehr viele schöne Namen. Aber Trauma-Sepp hat dann die meisten Upvotes bekommen, deshalb heißt er so. Also die sind durchaus Community-nah. Hier sieht man jetzt übrigens auch Kabel und dass die durchgeschnitten sind, das ist auch neu. Besonderer Schwerpunkt eines Einsatzes ist das Retten und Schützen von Leben. In einer Situation wie dieser hier ist ein wichtiger Punkt, mit der zu rettenden Person zu reden. Dabei kann man am besten erklären, was man tut und wie man die Person befreien wird. Das kann helfen, eine Person zu beruhigen und Sicherheit vermitteln. Es ist wichtig, dass wir versuchen, das Risiko von Panik- und Angstreaktionen so niedrig wie möglich zu halten. Auch wenn die Zeit drängt, sollte bei der Rettung immer die Situation der betroffenen Person beachtet werden und der Transport unter Beachtung der rettungsdienstlichen Erfordernisse erfolgen. Er sagt ja auch immer, kommentiert dazu. Auch interessant. Die Tür ist jetzt offen.
Hol doch mal unseren armen Trauma-Sepp aus dem Auto und bring ihn hier zum Ablageplatz. Rettungsdummy. Wir haben ihn nicht mal ordentlich benannt. Na komm. Hallo, wie geht es Ihnen? Ich bin von der Feuerwehr. Wir werden Sie retten. Der Rettungswagen ist informiert und wird bald hier sein. Legen wir mal hier hin. Hopp. Ich bringe Sie jetzt in Sicherheit. So verletzt sieht er gar nicht aus. Da brauchen wir keinen Rettungswagen, oder? Gute Arbeit heute. Hilf doch eben den Kameraden beim Aufräumen. Danach kannst du dich umziehen und dich beim Schulungsleiter melden. Naja, dann haben wir es doch schon was geschafft. Ich muss natürlich am weitesten laufen. War ja klar. Du schlägst dich gut. Weiter so. Du wirst bei den nächsten Einsätzen dein Wissen aus diesem Lehrgang nutzen können. Stell dich also darauf ein. Wir sind für heute durch. Genieß deinen Feierabend. Ich hoffe, dass wir uns bald beim nächsten Lehrgang wiedersehen. Jo, hoffe ich auch. Auf nach Hause. Aber für euch war es das dann auch schon wieder. Die Fahrten nach Hause, die sind jetzt nicht so spannend. Bis auf, dass ich immer besser werde. Wie ich vorhin, glaube ich. Oder war das in der letzten Folge? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin hier. Wohin bin ich? Hier reingefahren. Dagegen. Und dann genau so gerutscht, dass es perfekt hier so passt. Also das muss man eigentlich mal erwähnen hier, dass ich, wie gut ich hier geparkt habe. Ich meine, das ist immer das Unfallfahrzeug ist, ja okay, aber mein Gott, gut parken kann ich. Aber schön. Das war's dann von dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Grüße von Pascal. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge, ne? Tschüss.